Das finde ich auch mal lustig, so voll geschminkt im Bett zu sein. Seht ihr mal, was das ausmacht, wenn du in deinen Spiegel schaust und denkst, du bist wunderschön. Du bist wunderschön. Und es ist völlig egal, ob das jetzt real oder fake ist für die Energie. Dein Gehirn spürt nur das, was du wirklich denkst in dem Moment und setzt es um in Emotionen. Und deswegen ist alles erlaubt und alles richtig, was dich in den Zustand bringt, in dem du von dir überzeugt bist, dass du großartig bist, dass du wunderbar bist, dass du unwiderstehlich bist. Und wir haben heutzutage so geniale Möglichkeiten, mit diesen Videofiltern in diese Emotion reinzukommen und zu sehen, wie das ist, wenn ich sehe, wie wundervoll ich bin. Und wenn ich diese Ausstrahlung trainiere, in mir generiere, diese Identität annehme, bedingungslos und ohne Grund, dann werden sich im Außen alle Dinge zeigen, die dazu passen. Dass ich unwiderstehlich bin, dass ich großartig bin, dass ich gewollt bin, dass ich geliebt bin, dass ich einzigartig bin, dass ich alles verdient habe, dass ich wertvoll bin. Und probier das mal aus. Mach dir mal so ein Video und sprech zu dir das, was du hören möchtest, was die Außenwelt zu dir sagt. Fühl mal in dich rein, spüre, erfühle. Wie das geht, wenn das wirklich in deine Ohren kommt. Wie groß kannst du annehmen? Wie groß fühlst du dich? Wie wertvoll fühlst du dich? Solche Dinge wirklich zu hören über dich, solche Ansichten über dich zu erfahren, die du dir wünschst. Weil nur wenn du das geübt hast, diese Person, diese Frau, dieser Mann natürlich auch zu sein, der so wahrgenommen wird, wirst du so wahrgenommen. Und das ist Übung. Es bedarf Übung. Es bedarf zuerst verstehen, wie dieses Prinzip des Lebens funktioniert. Und hinterher musst du üben, diese Divine Design Identity, wie ich sie habe, sage, wie ich sage, sie zu verkörpern. Und wie ich sie habe natürlich auch. Und wie du sie hast. Also, wir sehen uns im nächsten Video.